wo teilweise Drogen geliefert hat für die Freak-Offs und die Geschichte erzählt, wie die Freak-Offs wirklich abgelaufen sind und was da genau passiert ist und wer damit involviert ist. Noch verstörender war Ottes Andeutung, dass diese Begegnungen Teil eines größeren, unheimlichen Netzwerks von einflussreichen Persönlichkeiten seien. Er ist Teil von dem, was man die Boulet nennt. Die Boulet ist ein Zweig der Illuminati. Bro, Aluhüte raus, Freunde, wir sind mies drin jetzt gerade, warte kurz. Satanische Ritualmisshandlungen. Was im Grunde genommen CIA-Gehirnwäschetechniken sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches, glaube ich, sehr, sehr interessant wird. Es geht mal wieder um P. Diddy und es geht um einen angeblichen Kerl, der wohl teilweise Drogen geliefert hat für die Freak-Offs und die Geschichte erzählt, wie die Freak-Offs wirklich abgelaufen sind und was da genau passiert ist und wer damit involviert ist. Das ist ein verrückter Dude. Ich habe mir das auch auf Englisch schon mal reingezogen. Der ist da im Knast und wird dann da verhört und der erzählt von den Freak-Offs und da gehen wir jetzt rein. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und jetzt würde ich sagen, geht der Peter los. Meine Freunde. Und los. 18. Mai 2018. John Otte und der Bule. Im Mai 2018 ereignete sich ein bizarrer Vorfall im Trump National Doral Golf Club in Miami. Ist das der gleiche Golfclub, wo der auch jetzt, wo die diesen einen Dude, der da mit der AK-47 da erwischt wurde, der auch schon so ganz komische Verbindung mit Ukraine hatte und angeblich MK-Ultra technisch bearbeitet wurde? Ist das der gleiche Golfclub? Ein Mann namens Jonathan Otte betrat das Resort, schwenkte eine Waffe und feuerte Schüsse ab, während er eine amerikanische Flagge zeigte und Pro-Trump-Parolen rief. Otte, du Scheiß, zieh dir den mal rein da hinten, wie der sich versteckt und so. Wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei verhaftet. Digga! Aber es war nicht die Gewalt, was für ein Freak, die ihn in den Schlagzeilen hielt. Es waren seine Aussagen danach, die für Aufsehen sorgten. Bei seiner Vernehmung machte Otte schockierende Behauptungen und behauptete, dass Sean Diddy Combs und die Sängerin Cassie in eine Welt der sexuellen Ausbeutung verwickelt seien. Er beschrieb Diddy als Voyeur, einen Kack. Er behauptete, der Musikmogul würde zusehen, wie Otte seltsame Dinge mit Cassie machte. Noch verstörender war Ottes Andeutung, dass diese Begegnungen Teil eines größeren, unheimlichen Netzwerks von einflussreichen Persönlichkeiten seien. Epstein-Vibes. Kennst du Sean Combs? Puff Daddy? Ja. P. Diddy, wie auch immer du ihn nennst. Ja, er ist Teil von dem, was man die Boulet nennt. Die Boulet ist ein Zweig der Illuminati. Okay. Bro! Aluhüte raus, Freunde, wir sind mies drin jetzt gerade. Warte kurz. Es sind die schwarzen Leute. Ich hatte Sex mit Cassie und Sean. Im Grunde genommen hat er sich selbst befriedigt und mir gesagt, was ich mit Cassie machen soll. Ich hatte ungefähr 15 Begegnungen und hörte viele Geschäfte mit. Denn währenddessen redet Sean viel am Telefon. Am Telefon und im Fernsehen haben wir gesprochen und so. Das war ja auch in der Anklage mit Teil, ne? Von Cassie damals, dass sie quasi Sex haben musste mit männlichen Prostituierten und der Diddy dabei zugeschaut hat, mäßig. Weißt du? Und er ist jetzt ein angeblicher Guy, der da auch mit dabei ist. Es ist halt bei ihm schwierig, weil er ist halt richtig verrückt. Ihr habt ja schon gesehen, wie der im Video vorher, wo er da das Shooting gehabt hat, wieder da rumgesprungen ist und wie crazy der ist, weißt du? Also der ist auf jeden Fall voll auf Drugs und verwirrt. Es ist jetzt halt die Frage, inwiefern kann man das verifizieren, ob der Typ wirklich dabei gewesen ist oder ob der einfach nur irgendwas sich aus dem Arsch zieht, so, weißt du? Das ist aber auch schon länger her, ne? Glaube ich. Wann ist denn das passiert mit ihm? Haben die am Anfang gesagt, ne? Wann war das? 2021 oder so? Das ist schon länger her und wenn du jetzt das dann vergleichst mit den Sachen, die rausgekommen sind, dann sind da schon sehr viele Parallelen. Also es ist nicht auszuschließen, 2018, es ist nicht auszuschließen, dass der halt wirklich Insights hat von diesen Freak-Offs. So. Ich war wie ein Sexsklave für sie, okay? Das war ich. Das ist alles, okay? Ihr werdet mir nicht glauben. Du hast das, was man die Illuminati nennt. Illuminati. Illuminati. Illuminati, okay. Ja, Illuminati, okay. Sie haben einen Tanz gemacht. Im Grunde genommen bedeutet das, erleuchtet, okay. Satanische Ritualmisshandlungen.
was im Grunde genommen CIA-Gehirnwäschetechniken sind, bei denen ihre eigene Familie, Kinder und so weiter und die Crew involviert sind, so verbinden sie sich. Okay, sie machen sexuelle Pädophilie, sie machen Tiermissbrauch, Tötung von Tieren, Blutopfer und alles im Bohemian Grove. Teddy und Ross und Captain, sie sind alle schwul. Diddy, Ross und Khaled, sie sind alle schwul. DJ Khaled, Rick Ross und Teddy, sie sind alle schwul? Ja, verstanden. Captain ist ein harmloser Unterstützer, Hamas. Wem unterstützt er? Hamas. Bro. Hamas. Hamas. Ja, ja. Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Die Familie hier der Illuminati sind Nachkommen der königlichen britischen Familie. Okay? Donald hat sich abgewandt, aber er versucht immer noch, einen friedlichen Ausweg zu verhandeln. Und sie haben einen Plan, ihn zu töten. Okay? Ihr seid darauf vor... Das hat er 2018 erzählt, der Cousin? 100% Real Talk. Es wird aber gesagt, geisteskrank, Ausrufezeichen. Bro. Also, dass DJ Khaled für die Hamas arbeitet, Bruder, jetzt, der traut sich nicht mal Free Palestine zu posten. Bereitet, dass das passieren wird und akzeptiert es, okay? Was ist die Boulez? Um den Ernst von Ades Behauptungen zu verstehen, müssen wir einen genaueren Blick auf die Boulez werfen. Offiziell bekannt als Sigma Pi Phi, wurde die Boulez im Jahr 1904 als erste afroamerikanische Berufsverbindung gegründet. Oft als die schwarze Version von Yales berüchtigter Skull and Bone Society beschrieben, wurde sie gegründet, um schwarze Männer von Elitestatus zusammenzubringen, um Führung, beruflichen Erfolg und Einfluss in ihren jeweiligen Bereichen zu fördern. Ach du Scheiße, noch nie gehört. Während die Boulez weitgehend im Geheimen operiert, sind ihre Mitglieder oft einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ärzte, Anwälte, er für Mossad, ja, sehe ich genauso. Politiker, religiöse Persönlichkeiten und Entertainer, rekrutiert von Schulen, Universitäten und Berufsumfeldern. Im Laufe der Jahre wurden viele beschuldigt, Teil dieses exklusiven Kreises zu sein. Es gibt ein bestimmtes Profil, das zu denen passt, die angeblich mit der Boulez verbunden sind. Personen mit Prestige und Einfluss. Leute wie der verstorbene Clarence Avant, bekannt als der Pate der schwarzen Musik, wird oft nachgesagt, Verbindungen zu solchen Organisationen zu haben. Wir müssen jedoch klarstellen, wir behaupten nicht, dass Avant selbst Mitglied war. Aber Figuren seines Kalibers, mit tiefen Branchenverbindungen und Einfluss, verkörpern die Art von Individuen, die von solchen Elitegruppen gesucht werden.